Hier ist MacGyver. Heute zeigen wir euch, wie man aus einer Hühnerfeder, einer Kugelschreibermine und einem Bleistift ein Flugzeug baute. Nein? Ich wollte schon immer mal mit MacGyver kochen. Jetzt Siehst habe ich du? es endlich. Jetzt gehe ich nicht dagegen an. Ich wollte Heute doch. koche ich mit MacGyver. Aber ich wollte ein Flugzeug bauen. Du machst ja ganz was anderes hier. Nee, ein Flugzeug haben wir irgendwo rumzustehen. Wir brauchen kein Flugzeug. Sondern? Wir sind natürlich nicht bei MacGyver, Sondern? sondern bei Püppchens Püppchens Kochstudio. Kochstudio. Herzlich willkommen. Heute gibt es was ganz Einfaches, aber was ganz Leckeres. Einen wirklich frischen Sommersalat. Der ist wirklich sehr mallorquinisch. Ja, der ist typisch Der ist typisch mallorquinisch, mallorquinisch. Wenn die Mallorquiner irgendwo eingeladen sind und es heißt, bring mal einen Salat mit, bringen die, was bringen sie mit? Ein Trampo. Trampo bringen sie mit. Ein Trampo. Und wir machen Lin. jetzt ein Trampo. Lin. Das ist die Schwester. Trampolin ist die Schwester. Vom Das braucht Trampo. man hinterher nach dem Trampo, damit sich das sackt. Damit es sackt. Nee, aber So. absolut kalorienarm. Also Trampo ist wirklich ein wirklich schöner mallorquinischer Sommersalat. Ja, leicht und locker. Genau. Dafür brauchen wir als allererstes, ganz wichtig, grüne Paprika. Die grünen Paprika habe ich schon mal geschält, weil eine Schale von der Paprika, der eine mag sie, der andere verträgt sie nicht. Für mich ist es einfacher, schnell mal die Paprika zu schälen. Die ist schon mal geschält. So, was haben wir noch? Wir haben Mutanten, Tomaten. Tomaten. Ja, Tomaten. Mutanten. Tomaten kommen rein. Ganz normale Tomaten. Ihr könnt nehmen Cherry-Tomaten. Mallorquinische Tomaten wird es ja bei euch jetzt nicht geben. Deswegen ganz normale Tomaten. Dann kommt rein eine Zwiebel. Zwiebel? Und Ja, natürlich. Das Thunfisch. darfst du nicht, Thunfisch. Wir wissen ja die Geschichte um Die den kennen wir jetzt Thunfisch, schon. ja. Genau. Ganz wichtig ist, dass alle Zutaten, die jetzt da drin sind, sind ja nicht viele. Paprika, Tomate, Zwiebel. Einer macht auch Knoblauch ran. Aber ich finde ein bisschen Geschmackssache, Geschmackssache. ja. Also Paprika, Tomate, Zwiebel. Und wichtig ist, dass alle Zutaten schön klein in kleine Würfelchen geschnitten Thunfisch. sind. Der Thunfisch auch? Ja, In nee, der kleine Thunfisch, Würfel. nein, nein, Und nein, nein, müssen wir nein. das Olivenöl auch in Würfel schneiden? Das Olivenöl schneiden wir gleich auch in Würfel. Ja, Okay, das machen wir okay. auch. Das müssen wir, da gibt es eine spezielle Variante dafür. Abschmecken, Salz und Pfeffer. Ja, Okay. dazu kommen wir noch. Wir müssen erstmal Okay. den ganzen Krempel Ja, dann los. schnibbeln. Ich habe die Wir wertvolle Aufgabe. haben natürlich ein Küchengerät, was unentbehrlich ist bei uns. Unsere Klappe. Wir Halt sagen dazu, du mal doch mal die die Klappe. Klappe. Na los, Und ich wer mach sie nicht hat, das. muss halt schnell mal schnibbeln zu Hause. Aber das schafft ihr schon. Von daher, du schnibbelst. Ich schnibbel. Ich schneide schnell die Du Zit hast kein die kein Behältnis noch nicht. Ah, gut, Natürlich, okay. natürlich. Ich habe Ihr nichts braucht gesagt. natürlich auch ein Behältnis, ganz wichtig. Was mache ich zuerst? Die Paprikas. Ich würde anfangen mit der Paprika. Okay. Wir haben so einen Einsatz gewählt, der nicht zu klein ist, nicht zu fein und auch nicht zu Dingenskirchens, zu groß. Ja. Kann man das sehen? Ja, Ja, ne? Das kommt ja definitiv. hier einfach so reingelegt. So, dann wollen wir mal sehen. Fangen mal an mit der Paprikens. Yep. Zack. Und ich fange an, in der Zeit die Zwiebel zu schneiden, weil die können wir Zack. mit dem Ding nicht machen. Von daher, ich Zack. hoffe nicht, dass ich gleich anfange zu weinen. Wenn du weinst, mein Kind, dann nur wegen mir. Ich hoffe, du tröstest mich dann. Ich tröste dich. Ich tröste dich, natürlich. Ich tröste dich. So, ich mache jetzt schon mal in die Schale. Bist du schon fertig mit der Na Zwiebel? Das geht aber klar. zackig, du. Ich schneide die nur noch Ich habe klein, eine weil ich. Maschine und du bist von Hand viel schneller Natürlich. als ich. Das ist ja Na, du, Wahnsinn. jahrelang Ja, Gastronomie. Ich mache die mal noch mit. Die Zwiebel. Ob wir sie ranmachen oder nicht. Ihr willst du es könnt. separat haben? Willst du die Dings ist Nö, fertig. ich schmeiß. Ui, das ging aber auch schnell. Ja, guck mal. Das sieht gut aus, hä? Ja. Ist das nicht cool? Soll ich es reinmachen? Nee, warte mal. Guck mal. Ungefähr in so eine. Ah, nee, guck mal, nimm mal die Warte Kamera. mal, warte mal. Nimm Ja, mal die komm, andere ich pass auf, wir Kamera. machen das mal anders. Lass mal den dicken Onkel durchtreten. Ja. So, Ich weg lege mit hier dem mal kleinen Pöter da. So, kurz ein jetzt nasses pass auf, Tuch wir haben dran. nämlich wieder, weil das letzte Mal so gut war, haben wir wieder hier unsere kleine Handkamera laufen. Und jetzt zeige ich euch mal schnell, so sehen meine Würfel aus. Ist das nicht cool? Aber ich lege mal kurz eine Hand Mit dem nasses Maschinchen. Tuch Das ist so die dahin. richtige Größe, Puppe. Ja. Ja, okay. Guck mal. Lass mal. Ungefähr so ist Okay. die. So ist die richtige Ja, Größe. cool. Sehr geil. Super. So, jetzt die Tomaten hast du auch schon mal vorgeschnitten, damit die gleich die richtige Würfelgröße kriegen. Ja. Die drehe ich jetzt. Drehst du die selber durch oder drehe ich die jetzt durch den Wolf? Kannst du auch. So, warte mal, ich muss es hier eben schön wieder hinstellen. So, das steht wieder. Jetzt gehe ich wieder. Ah, das mit dem Kabelsalat hier. Ich bleib überall hängen. Das ist rausgefallen. Was Der Ton ist rausgefallen? rausgefallen. Ui.
Wir sind sprachlos. Wir sind sprachlos. Warte, ich mach's wieder rein. So, 3, 2, 1, muss wieder gehen. Ich bin echt aufgelatscht eben. So, ja. Ach so, nimmst du mir meine Arbeit ab jetzt, oder? Ich merke gerade, es geht irgendwie ganz schlecht mit, mit der Tomate und diesem Gerät. Probier du das mal, ob du es durchgedrückt kriegst. Ich fange schon mal an. Ein Stück Zwiebel runtergefallen. Ich fange schon mal an, die per Hand zu schneiden, weil ich glaube, das wird gerade nicht. Es funktioniert gerade nicht mit dem. Was muss man nur mit der richtigen Geschwindigkeit machen? Dann geht es? Ja, dann geht es. Gut. Oh, guck mal, dein Dings hängt. Oh ja. Also egal, wie ihr es macht, ihr müsst auf jeden Fall versuchen, kleine Würfelchen zu kriegen. Hier, genau. Ja, ich halte es jetzt so fest. Ach, super. Ja, dann geht's. In der Zeit werde ich mich schon mal um den Thunfisch kümmern. So geht's. Würfelei. Mit der Würfelei bin ich dabei. Und ich habe den Schnipsel von dem Thunfisch abgerissen. Hast du? Ja, nee, ist schon wieder. Gesehen? So. Zack. Die Flüssigkeit vom Thunfisch, diesmal würde ich sie wegmachen. Ansonsten verwässert euch der Salat. Das gut, ich nehme das Spaß. Ja. Zack. Also wer viel in der Küche schnibbeln muss, wie Tomaten, Zwiebeln, Gurken, weiß der Deibel was. Da lohnt sich wirklich dieses Gerät, weil da gibt es mehrere Einsätze. Wie so eine Werbesendung jetzt gerade. Zack. Nicer Dicer, meine Nicer Damen und Herren. Der Nicer Dicer. Nee, der heißt anders. Wir haben das Billigprodukt. Wir haben das Billigprodukt. Aber ganz ehrlich, Nicer Dicer hatten wir viele im Laden. Alle kaputt gegangen. Die gehen ruckzuck kaputt. Die gehen ruckzuck kaputt. Also von daher. Das ist ein irgendwas Chinesisches nachgebautes, keine Ahnung. Ja, aber irgendwann mal. Aber funktioniert. Mach mal mit der. Ich komme mal wieder mit der Klammer, ohne diesmal den Ton abzuwürgen, hoffe ich. So. Ansonsten sind wir wieder sprachlos. Ja, jetzt sind wir. Guck mal. So. Das sind meine Tomaten, die habe ich gemacht. Und so sehen die Würfel. Ja. Upsi, auf meinen neuen Head. Der ist gar nicht neu, das ist eine neue Folie. Neue Folie drauf. Ja. So sehen die ungefähr aus. Das ist die richtige Größe. So, und jetzt kommt die Heiratung, oder was? Ja. Jetzt wird alles verheiratet. Da sind wir mal gespannt. So. Dann kippe sie zusammen. Braucht man ein Gäbelchen. Da hast du aber wieder ziemlich Schweinerei gemacht. Oder? Ja, ich habe die mal abgedeckt, die Zwiebeln, nicht, dass mir der ganze. Also, ja. Wir haben jetzt. Zwiebeln sind drin. Tomate und Paprika, jetzt. Genau. So. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Tomate schneiden. Ich glaube, das wird sonst ein bisschen viel. Aber das ist wieder eine sehr bunte Erscheinung, wie ich gerade sehe. Wir kochen neuerdings oder letztens immer sehr buntes Essen. Ich würde sagen, guck mal, so ist schon mal ein bisschen. Ja, so ist ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen. Nee, das ist gut so. Ein das ist gut so. Das ist gut Tomate? So. Nee, das ist gut so. Nachher können wir nicht mehr rühren. Wenn der Pott zu voll ist, das ist gut so. Wenn der Pott zu voll ist, können wir nicht mehr rühren. Lass mal gut sein. Jetzt ja, muss stimmt. Ja, sieht gut aus. Muss ja, sieht gut so. Aus. Muss ja noch Thuni. Jetzt Thuni muss ja noch rein. Thunfisch ran. Wie viel denn? Das werden wir gleich sehen. Je nachdem, ist es natürlich auch eine Geschmackssache. Eine Dose? Mehr als eine Dose. Ist voll konzentriert und voll bei der Sache. Natürlich, ist mehr als eine Dose auf jeden Fall. Also ich bin mir noch nicht so sicher. Ich mag ja gern Thunfisch. Ich würde ganz gern sogar drei so heranmachen. Drei Dosen Thunfisch? Na cool. Alter Verwalter. Aber bei dem ist mir da gerade der Schnipsel abgerissen. Schon wieder? Ja, die sind ja. Die reißt immer der Schnipsel ab. Ja. So. Da gießt du am besten den Saft. Komm, wir machen hier mit dran. Einen mit dran? Aber das ist nicht Öl, oder? Ist das nein, Öl? Nein, das ist wieder natural. Natural. Also das ist in seinem eigenen Gewässer weil sozusagen. Ja. Immer wenn wir separat nochmal Öl rangeben müssen. So, ich stell mal hier ab. Ich komme mal wieder aufs große Bild. So, wieder aufs große Bild jetzt. Einen Moment. 1, 2, 3. So. So. So, ich guck mal hier, ob alles geht alles seinen Gang. Ja. Beim großen Bild bist du ganz genau, oder ist der Topf ganz genau nicht mit drin? So, jetzt. Ach, der Topf ist auch noch. Jetzt ist der Topf mit drin. So, guck mal. Ja, so sieht das jetzt schon mal aus. Paprika, Tomate, Zwiebel und Thunfisch. Okay. Jetzt geht's ans Würzen. Würzen. Mach mir mal bitte die Olivenflasche auf. In der Kürze. Weil ich habe extra eine kleine, weil mit so einer riesen Flasche. In der Kürze liegt die Würze. Die Olivenflasche ist geöffnet. Darf ich pfeffern? Ich bin Pfeffermühlen-Spezialist. Ja, Pfeffer. Wie viel? Jo, mach mal. Ich mach mal. Das macht ihr je nachdem. Nach Lust und Laune. Je nachdem, ob. Ich mag gerne Pfeffer. Ja, jetzt hör mal auf. Ich mag nicht so gern Pfeffer. Okay. Seht ihr, da ist es. Der eine mag gern Pfeffer, der andere nicht. Von daher auf jeden Fall eine gute Prise Zucker muss ran. Als Geschmacksverstärker. Genau. Weil da kommt nämlich auch gleich noch Essig mit ran. Von daher. Salz. Gott erhalts.
Brot und Salz. Gott erhalts, bitte schön, gnädige Frau. Bitte bedienen Sie sich jetzt. Eine gute Prise Salz. Also wir haben jetzt... Reicht das? Nachsalzen können wir immer gut, noch. Okay. Wir haben jetzt eine gute Prise Salz, gute Prise Pfeffer. Und jetzt kommt... Ich mach mal eine gute Prise... Ich muss mir erstmal gerade die... Eine gute Prise Olivenöl. Eine gute Prise Olivenöl ran. Ich mach mal so. Warte mal. Damit wir uns da nicht vertun. Ich mach mal so. Mach mal so. Ich mach mal so. Wie machst du denn? Ach so. So mach ich mal. Ach so. Ein Esslöffel. So. Mit links, Man beachte bitte. Ja. Ein Esslöffel. Ich würde sagen, noch einen. Mach mal noch einen halben Esslöffel. Ja, ja, ja. Einen halben Esslöffel, also anderthalb Esslöffel Oil of Olive. Olive Oil ist jetzt drin. Und jetzt kommt noch ein Spritzer Essig mit dran. Essig. Normalerweise die Mallorquiner benutzen hellen Balsamico-Essig. Ich habe jetzt nur dunklen, würde das versauen, weil vom Bild her, versauen natürlich, Essen kann man nie versauen. Essen übrigens kann man nicht versauen. Wenn es mal schief geht, was machen wir? Was macht der Papa? Ein gutes Stück Butter dran. Genau. Und dann gibt es den Bund. Von daher. So, jetzt machen wir normales Essig ran, ein bisschen. Okay. Fertig? Dadurch, dass es ja immer noch nachzieht. Du hast Fuß am Kabel. Ich habe Fuß am Kabel. Ja, jetzt ist besser. So. Ja. Jetzt können wir den ganzen. Kannst du ja rühren, genau. Dann ich habe hier noch ein bisschen Zwiebel zu liegen. Ich glaube, das ist genug Zwiebel, ne? Ja. Ich zeig's gleich nochmal in die Kamera. Ja, Zwiebeln ist schick. Och. Ja, warte mal, ich mach mal so. Wenn Sie mal die Füße heben möchten, Herr Frau. In welche Richtung? Andere, ja. Das mit den Kabeln ist ja das, ja. Ja, wir haben leider kein Funkmikro. So, pass mal auf. Rühr mal nochmal. Das sieht gut aus, wie du das eben gemacht hast. Sehr schick. Es riecht gut. Es gibt kein Geruchsfernsehen. Ja, aber es riecht schon gut. Mhm. Und es ist schön bunt. Ist schon zum Probieren fertig jetzt? Würde ich sagen, ja. Dann leider mal los. Warte mal, jetzt muss ich überlegen, haben wir alles dran? Wir haben Salz, wir haben Pfeffer, wir haben Öl, wir haben Essig, wir haben Paprika, Zucker, Tomate, das darfst du nicht, Thunfisch, Zwiebel, alles dran. Ja, jetzt haben wir noch so viele andere Zwiebeln. Ja, aber lass mal erstmal so. Wir haben noch ein paar Tomaten. Ja. Wir können zur Not nochmal Tomate nachhauen oder ein Zwiebelchen nachhauen, aber wir sollten jetzt erstmal checken. Check das mal ab. Dran. Aufpassen, dass keine Paprika drauf ist. Nein, mal los. Ja, wenn du gleich umfällst, haben wir was. Gut. Da kann ich leider hier nicht an der Kamera stehen. Da muss ich leider mal eben hier vorbeigehen wieder. Mm. Und muss leider auch mal eben. Fleisch für den Geschmack. Meinen Rüssel da reinhalten. Oliven eben hier. So, I am checking. Lecker. Ganz frisch, ganz knackig. Mhm. Durch die Paprika, aber ist unheimlich knackig. Mhm. Und der Geschmack von der Paprika. Sehr leicht. Wahnsinn. Ich würde vielleicht noch ein bisschen Olivenöl rammen, aber das kann ja jeder. Das kann jeder individuell, ja genau. Kann jeder individuell für sich entscheiden, wie sein Geschmack ist. Also, das ist Trampo. Im Mund leer machen, sonst fliegen die gleich Sachen durch die Gegend. Trampo durch die Gegend. Mhm. Probiert's mal, wenn ihr mal einen Grillen macht oder irgendwo eingeladen seid. Mhm. Geht schnell? Geht schnell, ja. Ist Zutaten sind nicht teuer. Kostet nichts. Ja. Ist richtig lecker. Ja. Man kann jetzt noch ein paar kleingeschnittene grüne Oliven für den Geschmack mit dran machen. Ja, wer es mag. Wer es mag. Ja. Oder schwarze für die fürs Auge. Ja. Aber so wie er ist, mit den einfachen Zutaten, lecker. Perfekt. Sehr lecker. Hau ich mir gleich rein. Ich auch. Ich mache mir vielleicht ein Brot dazu mit Käse. Ich glaube, das müsste ganz gut schmecken. Und dann Trampo dazu. Mhm. Ein original mallorquinischer Salat. Trampo, sehr frisch, sehr frühlingshaft. Kann man sogar zum Frühstück essen, finde ich. Ist nicht schwer, weil es leckeres Olivenöl drin ist. Zum Frühstück? Naja, warum nicht? Ja. Der Körper braucht tagsüber viel Vitamine. Braucht viel Trampo. Gut. Weil das ist Vitamine ohne Ende. Das stimmt. Mhm. Fertig. 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 So, ihr Lieben, viel Spaß beim Nachkochen. Und Bilder machen nicht Nachkochen vergessen. Nachkochen ist auch wieder gut. Schönen Dank an dieser Stelle für die Bilder, die gekommen sind von Tomate mit Huevo. Die sahen richtig lecker aus. Gerade auf dem Toast. Gut gemacht. Also echt Hammer. Ja, super. Und wir hoffen auf Bilder von Trampo, wenn ihr das erste Mal welchen gemacht habt. Und die Zutaten gibt es sogar in Deutschland. In diesem Sinne ein Gruß an die Welt aus der Küche vom Püppchen, von der Insel. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch schmecken. Viel Spaß beim Nachkochen. Bye, bye. Tschüss. So, ich muss jetzt aber nochmal. Mal los. Lecker. Mhm.